Kaueka, Geldhaft, Sieger Joning, Lurichter und Heller von Sinne. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch heute am Samstag begrüße ich Sie ganz herzlich zu Genial daneben. Ich freue mich, dass Sie da sind und verspreche Ihnen, dass wir eine interessante und lustige Stunde haben werden. Unser Rateteam ist hochkarätig besetzt. Gail, herzlich willkommen. Ja, auch Ausländer sind auch dabei. Natürlich. Heute finde ich das auch gut. Wir sind ja weltoffen und ich fange auch sofort an. Ich möchte erstens mal keine Zeit verlieren, weil ich heute viel Geld ausgeben möchte. Und zweitens, weil ich diese erste Frage unbedingt so schnell wie möglich stellen muss. Ist die gut. Hund, Katze, Maus. Ihr werdet mir nicht böse sein, wenn die Frage hört, dass ich dann speziell Herrn Hoeker mit anspreche. Sag ich doch, geht um Tiere. Reicht das, wenn nur ich böse bin? Dann? Nein. Und ich hoffe auch, dass er die Frage beantworten wird. Die erste Frage kommt von Thorsten Schürmann aus Lennestadt. Er liegt in NRW, also nicht Thorsten, sondern Lennestadt. Thorsten sitzt jetzt wahrscheinlich auf dem Sofa und freut sich schon. Thorsten möchte wissen, was ist ein reitender Urzwerg? Das ist eine kleine Vorrichtung in einer Uhr, die immer hoch und runter springt, wenn das Zahnrad dran vorbeigeht. Also es gibt hier ein Warum? Uhr. Ja, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Aber also. Es gibt doch ein Urpferd. Ein ja. Urpferd, die ja. waren ja. relativ klein, so ganz putzige klein. Das ist ein Urpferd. Ja. Pferd. Reiten. Ein reitender Urzwerg ist also irgendein lustiges Fossil, was auf diesem Urpferd rumgedümpelt ist. Dazu müssen wir erst mal klären, ob es jemals Tiere gegeben hat, die außer dem Menschen auf Pferden ritten, weil das wäre Voraussetzung. So eine Affenart zum Beispiel, die früher schon Dragonerregimenter in den Kampf geschickt hat zum Beispiel. Ja. Der Kampfrittschimpanse zum Beispiel. Ausgestorben. Ausgestorben, natürlich vom Pferd gefallen. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Ur mit H oder ohne R. Urzwerg. Also im Sinne von alter, erster Zwerg. Ah, deswegen habe ich ihn hier angeguckt. Nicht der Ur. Okay. Okay. Sie gucken mich an, wenn es ums Alter geht, Herr Balder. Also, Urzwerg, das klingt aber wirklich nach einem sehr kleinen, aber hochintelligenten Lebewesen. Was bist du denn jetzt? Auch charmant. Auch charmant und attraktiv. Ja. And very intelligent. Ein Urzwerg, ein reitender Urzwerg. Ein reitender Urzwerg. Ist das so ein Champignon? Ein Pilzer? Ja, es ist anders. Ich sag nur, es ist ich sagte attraktiv. Ein Urzwerg, so ein Urzwerg. So ein kleiner, mit so einer Mütze drauf. So eine Mütze drauf, und es reiten so, es ist auf ein Baum, es ist auf ein anderer, es ist so wie eine Möbel oder wie eine... Sehr gut. Ja, ja, ja. Wie lautet die lateinische Bezeichnung? Das would be the Urzweig... Hoppus, Zwergus, Anticus, Hoppus. Exactly. Aber das ist doch gut, oder? Nein. Das ist gut, aber falsch. Achso. Kein Pilz, gar kein nichts. Pilz. Es ist nichts, was wächst, gedeiht und irgendwann vergeht. Handelt es sich tatsächlich um einen Steinzeitmenschen? Also zum Beispiel, in Afrika gibt es ja Lucy, das Skelett, das ausgegraben wurde. Gibt es eventuell tatsächlich einen kleinen Menschen, ein Skelett, 1,50 Meter groß, sagen wir mal, oder 1,30 Meter? Oder? Und der ist in der Nähe eines Reittieres ausgegraben worden. War doch nur Spaß! Geguckt. Also der kann. Okay, wir hören auf 1,32. Ja. Und ja. Die Wissenschaftler sprechen vom reitenden Urzwerg. Nein. Ist es denn eine Gesteinsformation? Also es ist ein reitender Urzwerg. Ist vielleicht etwas, was wirklich mal sehr klein war und sich aber eben dann bewegt hat, rhythmisch, galoppierend. Ein bestimmter Stein, der mit einer Moräne gletschermäßig nach vorne geschoben wurde. Genau. Könnte es aber, ich finde das sehr, sehr gut, aber ich sehe an seinem Gesicht, es geht nicht ganz in die Richtung. Danke. Könnte es aber sein, zum Beispiel gibt es ja in der Chaosforschung, gibt es ja dieses Muster des Apfelmännchens. Ja. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Nicht wirklich, wenn es mir kurz erläutern möchte. Das würde die Sendezeit sehr, sehr sprengen. Lesen Sie mit der Videotexttafel 381, da habe ich das kurz erklärt. Nee, also reitender Urzwerg, es gibt dieses Apfelmännchen, es gibt so bestimmte Konfigurationen in der Chaosforscher, da kommt immer dieses Apfelmännchen irgendwann raus. Ja, ja, ist richtig. Straf mich lügen. Nein, stimmt. Und da gibt es dann auch eine andere Formation, den Apfelmännchen. Das ist so ein sich ständig wiederholendes Ding. Muster. Also wenn du zum Beispiel eine gerade Linie dreiteilst und über die mittlere Linie ein Dreieck. Ja, aber ist denn ein Apfelmännchen ein Apfel mit einem Kastanienkopf und Zahnstochern als Armen und Beinen oder wie? Ja!
Also es ist nicht ein immer wiederkehrendes Muster, zum Beispiel in der Chaosforschung. Hopp, nein. Ist es vielleicht ein Techno-DJ, der reitende Uhrzwerg? Ja, der DJ reitender Uhrzwerg. Und der bewegt sich auch mal so, wenn er die Platte aufrecht. Wie groß ist der denn? Ja. So. Die sind nicht so klein da drüben. Stimmt. Die, ja, nee, alles verkehrt. Sind wir in der Medizin? Ist es ein Virus? Ja. Medizin? Medizin? Nein. Hat es denn im weitesten Sinne mit Symbiose zu tun? Also zwei Lebewesen, die miteinander in einer Art Ehe leben, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben und voneinander profitieren. Also das Reittier kettet sich an ein anderes Tier, eine Bakterie, eine Algenart, sodass so etwas entsteht wie eine Flechte zum Beispiel. Also ein Konglomerat verschiedener Existenzen. Da ist was sehr Schönes dran. Und das ist schon uralt, was da drauf sitzt. Aber es hat nichts mit dem berühmten Urpferd zu tun, was ich anfänglich... Nein. Aber die Grundidee ist schon richtig. Kannst du die nochmal wiederholen? Es fiel auch eben ein sehr interessantes Wort. Bakterien. Ja. Virus. Ja. Der Virus kennt also Bakterie oder Virus? Aber Bakterie. 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 Also das vielleicht ist nimmt man den reitenden Uhrzwerg eine ganz alte Bakterie, die schon sehr lange sich von Mensch zu Mensch weiter... Darmbakterien. Was ist denn mit, Darmbakterien. Oder auch, ich erweitere das auch noch auf Amöben, also Artige. Kleinstlebewesen im Wasser zum Beispiel. Ja, wo? Pümpel, abgestandene Fuhle. Dreckspfützen. Ja. Also langsam. Langsam, nochmal, damit wir jetzt nichts falsch machen. Ja. Reitende Uhrzwerg. Ja. Ist was? Eine das Bakterie. Ist ein Kleinstlebewesen in einem kleinen abgestandenen Tümpel, das sich mit einem anderen Kleinstlebewesen zusammentut, sodass auf den ersten Blick der Eindruck eines Reitenden auf einem Reittier entsteht und das oben sitzende Bakterium Amöbe querstrich. Wenn wir das Kleinstlebewesen mal anders formulieren und das Gewässer auch. Oh. Oh. Alter Furz in der Kläranlage. Nein! Keine Alge, aber so kann ich das nicht gelten lassen, ja. Dann wird Thorsten zu Recht böse. Weil so nicht stimmt. Ihr seid ganz nah dran, aber so ist es falsch. Also wir sind bei einzelligen Lebewesen. Gut, Gewässer. Gewässer. Ozean? Nee, es ist bestimmt innerhalb des Körpers zum Beispiel. Nein. Fluss, wir sind schon in einem Gewässer. Ja. Ist kein Tümpel und ist es kein Meer, kein Ozean. Kann man den Körper reinmachen? Ein Sumpf. Kann man, ja, dann reden wir von Körper reinmachen kann oder man nicht? Den Körper reinmachen. Würde ich eher von abraten. Eine Quelle, ein Quelltopf. Also Pfützen. In einem Geysir. Richtig. Wow! Ja, ist schon mal gut, ja. Yeah. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir nur noch das Kleinstlebewesen zu verändern. Schwefelbakterien. Nicht Kleinstlebewesen, denkt mal weiter. Etwas größer, Wasserflöhe. Warum heißt es denn reitender Uhrzwerg? Das ist eine Krebsart in einem Geysir. Gut, gut. Nein? Das also mit dem Bakterium hatten wir ja schon gesagt. Ja. Und Sie wollen jetzt aber das Größere, auf dem das Bakterium reitet, wissen? Nein. Polypen. Ich möchte nur das Wort Kleinstlebewesen kann ich nicht gelten lassen. Okay. Also ist es überhaupt ein Zelle? Lebewesen? Ist es denn ein Einzeller oder ein Mehrzeller? Ist es eine Insektenlarve? Wir müssen einfach mal nennen, was uns da einfällt. Ja. Insektenlarve zum Beispiel. Das interessiert mich alles. Ach so, das interessiert Sie gar nicht. Jetzt auf einmal, Herr Balder. Ich kann nur das Wort Kleinstlebewesen nicht gelten lassen. Dann ist Thorsten böse. Großlebewesen. Nein, nein, nein. Es muss etwas ganz Bestimmtes von euch kommen, dann sage also, ich okay. Alge, Virus, Bakterien. Nein, 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 kein Name. Ich brauche keinen Namen. Krebs, nur nicht Kleinstlebewesen. Ein Lebewesen. Lebewesen stimmt, aber nicht Kleinstlebewesen. Ja, ein kleiner. Kleine Organismus. Kleinste. Biologisch. Kleines, I hate the Sprache. Kleine. Ich bin sehr froh, dass du dich jetzt um diese Kleinstprobleme umgehst. Es ist ein Uhrzweck. Pilz hatten wir vorhin. Ist es ein Lebewesen und er möchte irgendeine grammatikalische Form von klein jetzt hören. Muss es ein Synonym für Kleinstlebewesen sein? Wo? Ein Mikroorganismus. Nein. Ein minimalistischer Lebewesen. Ein kleines Lebewesen nicht. Das kleinste. Ein kleines Lebewesen. Ein kleines Lebewesen. Größer, tatsächlich. Das haben Sie eben gesagt. Lebewesen. Das kleinste Lebewesen. Ich bin fertig, das habe ich eben gesagt. Ich könnte es noch mal hören. Das kleinste. Gut, also, pass auf.
ich von mir, es würde es so gelten lassen. Wir entscheiden das jetzt nach der Auflösung. Entscheidet ihr, ob ihr das so verdient haben so annimmt oder ob das ist Posten fair. Ja. Also, der reitende Urzwerg ist das kleinste bisher erforschte Lebewesen der Erde. Okay. Es handelt sich um ein kugelförmiges Bakterium, Durchmesser 400 Millionstel Millimeter. Es lebt nur in kochendem Wasser vor Island, in heißen Wasserströmen und Geysiren. Am wohlsten fühlt es sich bei einer Temperatur von ca. 80 Grad Celsius. Urzwerg, weil es dieses Bakterium seit Urzeiten gibt, vermutlich schon seit über 3 Milliarden Jahren. Reitender Urzwerg, weil das Bakterium auf einem rund 100 Mal größeren Bakterium aufsitzt. Es also aussieht, als ob es darauf reitet. Na so, ja. Habt ihr das jetzt beantwortet? Nein, nein, gib ihm das nein, Geld. Nein, komm. Geld, ja. Ich fand uns genial gut. Kosten 500 Euro für Sie. Sie wollen uns zurück gratulieren. Ich fand es ja schon mal ganz gut, dass wir überhaupt auf die Idee gekommen sind. Ja, ich fand es also gut, dass wir waren ja wohl haarbreit. Er hat aber sehr nett geholfen, ja, Herr Balder. Ja, ja, ja. Also da muss irgendein reitendes Urpferd mit Ihnen durchgehen. Wir haben nicht gesagt, Bakterium reitet auf Bakterium. Deswegen finde ich auch, er hat das Geld verdient. Er hat es sowieso verdient. Ja. 500 Euro habe ich schon gesagt, kriegt er. Simone Bender wohnt in Heidelberg. Und Simone möchte Folgendes wissen. Warum stehen am Hockenheimring, kennen wir alle, 25 Telefonzellen direkt neben der Rennstrecke? Das ist, wenn die Rennfahrer ankommen, rufen die direkt zu Hause an und sagen, Mama, alles klar. So ist es. Kleine Info, der Hockenheimring hat eine Länge von ca. 4,5 Kilometer. Entlang der Strecke stehen seit 2002 25 Telefonzellen. Warum? Entlang der Strecke? Ja. Vielleicht haben die da ein Funkloch, sodass die Reporter nicht mit ihren... Nein, dass die... Hallo! Dass die nicht mit ihren Handys oder mit ihren Laptops haben die keinen Connection und müssen mit der guten alten Telekom ihre Zeitungen anrufen und sagen, Schumi hat schon wieder verloren. Aber die stehen doch nicht an der Rennstrecke, die Reporter. Wieso das denn? Ja, die sitzen auf der Tribüne, wenn überhaupt. Nee, es ist ja brutal. Wollen Sie das es ist ja brutal laut. Ich hab eine Idee. Schon wieder? Ah, du hast dieselbe Idee. Entschuldigung, nein, nein, bitte sehr. Worum geht es bei dir? Telefon. Mit dem Handy kann man da gar nicht telefonieren, weil es zu laut ist. So, es ist einfach brutal laut und tatsächlich gibt es auch am Hockenheimring Funklöcher. Und deshalb hat man da Festnetze halt installiert. Aber Herr hat das gesagt. Bitte? Du bist lieb, hat das gerade gesagt. Lass die Jungs mal aus. Weil wenn da an dieser Idee überhaupt was dran ist, Hauptsache die Jungs haben es. Nein, nein. Ja. Nein, es geht ja auch darum, dass die Kommunikation zwischen Streckenposten zum Beispiel und der Rennleitung, also nicht nur Journalisten, sondern dass eben die Kommunikation rund um den Ring gewährleistet ist. Stichwort Funkloch, Herr Balder, ja oder nein? Trotz was machen die dann? Die gehen dann da rein und telefonieren. Die sagen dann kurz, hier ist einer gerade ganz böse gegen die Mauer gescheppert. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Schick mal wen. Haben die keine Boxen? Weil so als Schutz von Boxennudel oder etwas. Die haben kein Boxen, so die haben so Telefonzelle und sagen, Hilfe, ich habe eine Platte. Platte. Ja, ich habe also ich habe Probleme. Ist das nicht vielleicht eine ganz schlichte Werbemaßnahme der Telekom, die gesagt hat... Die sind nicht mehr abhängig von Telefonzellen, glaube ich. Nee, aber es gibt ja wieder Telefonzellen. Gibt's wieder? Ja, die werden sehr modern. Und dass sie einfach sagen, um eine andere ansprechende Werbeform zu finden, bevor wir da einfach so ein Plakat hinhängen, patsch, hauen wir mal wieder eine schöne Telefonzelle in die Walachei und sagen, schaut mal, Telekom, das ist immer. Falsch. Vielleicht ist es so, wenn die haben die Geld gespart, die haben Streckenposten eingespart. So, wenn da jetzt irgendwo einer liegen bleibt, dann geht der da hin und ruft erstmal zu Hause in seiner Box an und sagt, hallo, guten Tag, ich bin hier. Oh, da kommt auch noch der Düt. Also, damit die Kontakt aufnehmen können. Falsch. Meine Zwischenfrage, sind diese Telefonzellen eigentlich innen mit Telefonen bestückt? Ja. Also, oder sind das einfach alte, ausgemusterte Telefonzellen, die man dort aufgestellt hat, um Sachen aus zu Sicherheit, so wie die Reifen da auch rumliegen. Entschuldigung, aber die sind... Der Trend geht zur Telefontoilette. Warum? Ich wohne in... Also zum Beispiel wohne ich in einem Dorf, da gibt es einen See in der Nähe und dort stehen alte, ausgemusterte Telefonzellen, die als Umkleidekabinen genutzt werden. Das wäre im Hockenheimring ziemlich albern. Warum? Wieso denn? Man zieht sich doch mal um zwischendurch. Vielleicht machen die sich ja manchmal aus Angst in die Hose, in ihren Overalls, in den Autos und dann können die sich da heimlich umziehen, Herr Balder. Also was könnten die denn sonst dienen? Ja, man kann dort alte Reifen, da passen bestimmt... Für wen? Ja, für die Fahrer. Ja. Wenn die für die Streckenpost. Richtig. Ja! 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 Ja
Dankeschön. Wieso? Ja, richtig, jetzt. Ja, alle drei. Also, es handelt sich um 25 ausrangierte Telefonzellen in den Hockenheimfarben weiß und blau bemalt. Die Telefonzellen werden von den Streckenposten als Unterstand bei Regenwetter benutzt. Und damit die bei Regen nicht, also nicht ständig da draußen stehen müssen und nass werden, wurden 2002 dank der Strecke insgesamt 25 ausrangierte Telefonzellen hingestellt. Und wenn die Jungs da stehen und es regnet, dann gehen die da rein. Wenn keine Autos zum Beispiel vorbeifahren, können die da reingehen und dann gehen sie wieder raus, dann gehen sie wieder rein. Ja, es tut mir leid, Simone, aber Frau von Sinn hat es gewusst. Nein, nein, so stimmt es ja nicht, Herr Ball. Es war eine Gemeinschaftsproduktion. Eine Gemeinschaftsproduktion. Eines Mannes und einer Frau. Ja! So, jetzt kommen wir zu Frank Hoffmann, Frank Hofmann mit einem F. Frank Hofmann wohnt in Hennef und Frank Hofmann möchte gerne wissen, was ist eine Japan-Rolle? Das ist eine sehr, sehr schöne Ruheposition im Yoga. Wie sieht die aus? Wer soll's machen? Ja, ich kann sie persönlich nicht vormachen, weil ich halt diese furchtbare Bandscheibenverletzung habe damals aus dem Krieg. Ich kann überhaupt kein Japanisch, das ist mein Wunsch. Kann aber Rollen jetzt machen. Ja, aber es ist... Herr Hohecker, bitte. Er hat doch noch nicht mal gesagt, dass der Lu wird jetzt die Ruheposition erklären. Du gehst in die Ruheposition, wie ganz normal beim Yoga, wie du es zu Hause morgens immer machst. Sayonara, Bernhard. Nicht ganz so. Wie zu Hause morgens, hat er gesagt. Einfach flach hinlegen. Und jetzt einmal um die Längsachse drehen und dabei tief ausatmen. Wo ist meine Längsachse? Einmal. Ja, das ist schwierig. Das ist hier längs, ne? Ja, das ist die Längsachse, jetzt einfach so. So. Sehr toll. Sehr toll. Ja. Nein, 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 okay. Nein. Aber genau so. Nicht eine Filmrolle, ja. So von Werbung, die witzige Werbung-Dinger. Ah, so Kannrolle. Verrückte Werbung aus Japan. Nein. Ich habe zwei Theorien. Die eine Theorie ist natürlich Judo, weil ich meine doch, dass der Japaner an sich gerne die Kampfsportart auch für sich entdeckt hat. Und die Japan-Rolle ist eine bestimmte Art, wie man sich fallen lässt im Judo-Sport. Die andere Idee ist natürlich Sushi und ich. Du kriegst ja gerne in dem Sushi-Laden an sich, bevor du speist, diese lustigen kleinen Waschläppchen mit ein bisschen Zitronensaft gekocht, die so gerollt sind. Was ich übrigens eine wundervolle Eigenart des Japaners an sich finde. Man kann die sich so immer eben ans Gesicht halten und die einzelnen Nervenpunkte miteinander verbinden durch die Wärme. Man kann sich auch gut gelaunt dann die Hände waschen und muss nicht extra zur Toilette rennen, um Liebe sich die Kinder, Hände zu waschen. Gleich kommt Rotkäppchen. Und man kann, wenn sie es einem nicht sofort wieder mopsen, das tun die Japanerinnen aber dauernd, kann man es auch auf dem Tisch liegen lassen und kann diese ganzen Sojaflecken, die entstehen, wenn ihr diese Sushi wieder in die Sojatöpfchen zurückplumpsen, kann man die Sojaflecken vom Tisch damit herrlich aufwischen. Und das ist eine Japan-Rolle. Ja. Das glauben Sie selber. Ja. Ich bin beim Sport. Ich bin mittlerweile auch so weit, ja. Was ist denn mit Cowboy-Filmproduktionen der 50er Jahre? Wir alle kennen die großen Sittengemälde des Mittleren Westens. 12 Uhr mittags, das Duell. Und in all diesen Filmen gibt es immer einen verschrobenen, etwas griesgrimmig reinschauenden Japaner, der im Saloon steht. Das waren Chinesen. Ja, ja. Ja, nun macht mir doch mal die ganze Argumentation. Ja, Entschuldigung. Diese Rolle wird die Japan-Rolle genannt. Unter Cineasten. Das waren aber Chinesen. Ja, aber die Japan-Rolle ist ja trotzdem gut, weil die ganze böse Mafia hat doch auch gerne. Die Japan-Rolle ist der Böse, der dann auch ziemlich schnell stirbt. Richtig. Und die Chinesen durften ja nicht raus in den 50ern. Deshalb haben sie natürlich Japaner genommen, um die Chinesen zu besetzen. Ganz einfach. Völlig richtig. Ich bin bei Skifahren. Glückwunsch. Kann ich nicht machen, aber ich denke drüber. Ein Japan-Roller, das ist so etwas, das in Sapporo, war die Olympic irgendwann in Sapporo? Ja, war irgendwann, jemand hat einen ganz, ganz bösen Unfall gehabt, aber hat dann wieder gestanden und... das war ein Japaner. Es war ein Japaner und seit dann, das ist eine hochkarätige Skimanövre und das heißt die Japan-Roller. Wie hieß der Japaner? Herr Singh. Entschuldigung. Was hat er gespuckt in mein Wasser? Ich
gerettet. Hat es etwas mit dem Walfang zu tun? Weil der Japaner hört doch auch nicht auf, die Wale zu jagen. Der Sack. So, und Greenpeace heizt doch ab auf den Arschkrampe unter den Tierschützern. So. Die Rolle, die Japan-Rolle ist eben die böse Rolle, dass die nicht klug werden. Und die Asiaten doch, die jagen doch auch die Tiger, weil sie die Penisse brauchen für ihre Aphrodisiaka. Hat das etwas zu tun mit Shiatsu? Mit der japanischen Heilmassage, wo man benutzt manchmal für Stutz etwas für die Bandscheibe zum Beispiel. Ja. Übrigens, I love the word. I had a dreifachen Bandscheibenvorfall im Nackenwirbelsäulebereich. Was? Es war sehr, sehr anstrengend. Es hat gedauert 6 Wochen, until I could aussprechen, bevor dreifachen Bandscheibenvorfall im Nackenwirbelsäulebereich. Es war sehr anstrengend. Was auf Englisch heißt slipped disc. Anyway. So mit einem Dinkelkissen, sowas unter die Knie oder hinter den Nackenschutz. Das hast du gegessen. Nee, das sind jetzt die wenigen Dinge, die ich nicht gegessen habe. Ich bin im Insektenreich. Die Japan-Rolle ist natürlich irgendeine alte Raupe, die sich so lustig zusammenrollt und die in Asien vorkommt. Bonsai. Bonsai? Bonsai, die züchten. Die kommt eher auf Bonsai. Ja, da habe ich Bauernhäuser drin gebaut. Die Japaner sind doch bekannt für ihre, die züchten doch irgendwie alles, die lassen Steine wachsen, machen irgendwie Bäume, die sich so krumm und irgendwie wachsen. Vielleicht ist die Japan-Rolle eine ganz bestimmte Art, dass ein Baum nach oben wächst, sich rollt und dann woanders hin weiter wächst. Also eine bestimmte Wachstumsstruktur in der Züchtung von Pflanzenmaterialien. Vielleicht. Hat es was mit Schießen in einem Flugzeug zu tun? Was? Ich meine, der Japaner hat sich doch. Ja, der Japaner hat es doch auch im Zweiten Weltkrieg. Vielleicht haben die ja was Bestimmtes entwickelt, wo sie besonders toll ihre Patronen durchziehen konnten. Ja, Kamikaze. Ist es was im Militär? Ist es was, hat es was mit Militär zu tun? Nein, ich sag's euch jetzt. Ja, bitte, ja. Bitte, danke. Ich sag's euch nicht. Oh! Ich sag's euch doch. Ah! Ich sag's euch nicht. Geht aber schnell bei Ihnen. Oh ja! Also, ich sag's euch jetzt. War ja eine gute Nummer, Herr Ball. Ja. Die sogenannte Japan-Rolle ist eine Abwehrtechnik beim Volleyball. Ich würde jetzt am liebsten Holger bitten, aber er war ja eben schon ins Wort. Der Spieler macht einen Ausfallschritt nach links, streckt den linken Arm weit vom Körper weg, trifft mit der linken Hand den Ball, dann lässt er sich auf den Hintern fallen, rollt nach hinten über die rechte Schulter ab und kommt automatisch sofort wieder in die Hockposition und aus der Hocke wieder in den Stand. Japan-Rolle, weil zum ersten Mal von japanischen Volleyballspielern gezeigt bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio. Frank Hofmann, 500 Euro. Gratulation. Sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob heute auch wieder mehrere Herrschaften aus Bernhard Hoegers Heimatstadt Bonn im Publikum sitzen. Eine Frau ist auf jeden Fall da. Sie heißt Mandy Grätz, wohnt in Bonn, ist heute Abend bei uns. Wo finden wir sie? Mandy, wo sind Sie? Dort oben. Vielleicht ein bisschen euphorischer. So, Mandy hat eine sehr schöne Frage. Ich werde sie stellen. Es geht um 500 Euro. Ich drücke alle Daumen. Was ist ein Nullaustauscher? Ach Mann. Das ist ein Manometer, Heizungs-. Ein Nullaustauscher. Ja, bei der Heizung. Ja. Wenn man diese Thermostate austauscht und. Das bringt nichts. Null Effekt. Komplett idiotisch, ja. Null Austauscher. Nee, das bringt nichts. Ja, deshalb aber Heizung ist gar nicht mal so richtig. Gar nicht mal so richtig. Nee. Null Austauscher. Ich bin bei sowas sofort beim Strom. Ja. Es handelt sich dabei um eine Relaisvorrichtung, die man in vor allem in Hochhäusern eingebaut hat, damit, wenn in einer Wohnung keiner drin ist
und trotzdem einer rauskommt, niemand mehr drin ist, wenn wieder einer reingeht. Das in, was in so einem kleinen Menschen alles vorgeht, ist... ist okay. Keine Ahnung. Ich muss jetzt aber auch noch was wichtiger sagen. Ist das Organisationsstruktur in der Belegschaftspolitik von Großunternehmen? Wenn also zum Beispiel eine Abteilung nur aus Nullen besteht und die werden alle ausgetauscht, dann erledigt das eben der Nullaustauscher. Mhm. Hat es was mit Kartenspielen zum Beispiel zu tun? Eine bestimmte Mischform, also es ist ein ganz bestimmter Betrügertrick. Aha. Ja, beim Kartenmischen. Ja. Dass es den Anschein hat, man würde irgendwas austauschen, ja, tut man aber gar find nicht. Finde ich aber gut. Roulette. Nullaustausch. Finde ich gut. Roulette. Die Gruppiers müssen ja ausgetauscht werden. Und vielleicht, wenn zu oft die Null hintereinander gekommen ist, das direkt oder so. Spiele also, Herr Balder. Nein. Wird denn von diesem Austauscher überhaupt etwas ausgetauscht oder tauscht er eben gar nichts aus, also Null? Weder noch. Wie weder noch? Ich hab doch eine, das war doch eine ganz einfache Frage. Sie müssen nur entweder ja oder nein sagen. Beides nicht. Wie wäre es denn mit so etwas? Also zum Beispiel, jemand hat drei Runden, die irgendwo rumlaufen muss und die wird rückwärts gezählt. Also 3, 2, 1, 0. Wo? Jetzt wird ausgetauscht. Wo rumlaufen? Wo? Wo rumlaufen? Auf einer Tartanbahn. Das ist, Tartan ist jetzt nicht das Steak. Von Mettbrötchen. Stadion. Stadion. Ja. So, irgendwie sowas, was so rückwärts gezählt wird und bei 0 wird ausgetauscht. Und das ist der Null-Austauscher. Die ist das Nullte ein Job in einem Hotel? Zum Beispiel, wenn beim 00 eine 0 runtergeplumpst ist oder auch bei anderen Zimmernummern, dass das der also nicht nur die Nullen, der tauscht auch andere Zahlen aus, wenn die marode geworden sind. Aber das wäre dann eher ein Nullersetzer. Ja, aber auch ein Austauscher, schon. Ich glaube, bei einem Wert 0 wird etwas getauscht. Das ist jetzt mein Tipp. Das werfe ich in die Waagschale. Ist das ein Jahreswechsel, so wie 2000 zum Beispiel? Sehr gut. Mhm. Computer. Ein Computer geht nur so weit, dieser ganze Crash, das sollte passieren, ja, das hat nicht passiert. Und es gibt irgendwie ein I have no fucking idea what the word is. Ja. So ein Wechsel. So ein Wechsel von 999 auf 00. Wenn ich mir Mandy so angucke, Mandy sieht für mich aus wie helfen, heilen, Leben retten. Das ist so. Mandy ist so ein Mensch, die ich mir gut vorstellen könnte, die in einem Krankenhaus wirklich segensreich tätig ist. So. Deshalb meine Frage: Hat es was mit Krankenhaus, mit der Medizin, im weitesten Sinne Gesundheit, Krankheit und so weiter? Das finde ich gut. EKG, Nulllinie, den Körper austauschen. Zum Beispiel. Ja. Das ist dann der Nullaustausch. Nein. Gar nichts. Ist es vielleicht was völlig anderes? Ja. Sagen wir mal ein weltberühmtes Reitpferd der 20er Jahre. Das hieß der Nullaustauscher. Und der Nullaustauscher ist ganz weit vorne wieder als erster. Der Nullaustauscher hat gewonnen. Sind wir sicher, dass das Nullaustausch ist und not Mullaustausch? Nein, Nullaustauscher. Austauschen, Fußball. Vielleicht ist das eine besondere Strategie. Ah. Wenn ein Trainer null Personen... Wie heißt der? Trainer. Wir heißen aber alle so, Herr Balder, das ist nicht der Name, das ist die Funktion. Das ist nur so für Sie. Das war ein typischer Null-Austausch. Also der hat jemanden nicht ausgetauscht, keinen Austausch. Hätte er machen sollen. Sport? Ist das in England? In Großbritannien? Ich bin in Buckingham Palace. Ja. Jetzt. Und natürlich, es gibt diese Changing of the Guard, diese Wachwechsel. Ja. Und es hat etwas zu tun mit Null-Austausch, aber ich weiß nicht mehr was. Die haben so auch so etwas wie so ein Gewerkschaft, so ein Union, so etwas wie Verdi für diese Menschen mit der großen Mütze. Und irgendwann, es ist wie bei Starbucks. Die haben so eine kleine Karte und so jeden Tag, die tauschen aus. Und wenn die 10-mal das gemacht haben, kriegen die einmal frei. Verrückte Idee. Sind wir beim Optiker. Null. Und zwar, du sitzt ja davor und du versuchst da die Buchstaben zu erkennen. Und diese kleinen Scheibchen, die da immer klack, 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 die verändern ja immer, die geben dir noch eine Dioptrie und noch eine Dioptrie. Das sieht schon mal ein bisschen aus wie eine Null. Und die Nullen sind ja mit den Sechsen und den Achten am schwierigsten auch zu erkennen auf, diesen optischen Tafeln. Also sind wir beim Optiker. Glaube ich, sag's euch mal. Gerne! Versuch noch. Rettungsring im Schwimmbad. Wenn der zu lange unbenutzt herumhängt, dann dehnt er sich so aus, nach unten durch die Schwerkraft, dann hängt er durch, dass er nicht mehr aussieht wie ein Kreis, sondern eben wie eine Null. Und dann muss er ausgetauscht werden. Ich sag's euch wirklich. Ach, schade. Ihr seid ganz neu dran. Es ist ein Fachbegriff aus der Kälberzucht. Ah, ja.
Frisch geborene Kälber werden heutzutage in großen Rinderzuchtbetrieben aus Kostengründen nicht mehr mit Muttermilch großgezogen. Stattdessen kommen Milchimitate zum Einsatz, sogenannte Milchaustauscher. Eine besondere Variante des Milchaustauschers enthält null Vollmilchanteile. Also da ist dann überhaupt nichts mehr drin. Und das ist ein Nullaustausch. Kann man nicht wissen? Jetzt wissen wir es. Will man auch nicht wissen, Herr Weigel. Egal. Den Kälbern, wenn die nur Null kriegen. Die aber werden größer, blühen, gedeihen und werden irgendwann gegessen. Wo kriegt man das Zeug her? Das schmeckt doch das. Wir können ja Mandy fragen. Mandy, 500 Euro. Gratulation. Meine Damen und Herren, wenn Sie eine Frage haben und Geld haben möchten und wenn Sie auch mehrere Fragen haben und ganz viele Fragen haben und ganz viel Geld haben möchten, gerne schicken Sie uns einfach Fragen, genial daneben 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 1011 20 oder noch einfacher eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Wir kommen mal zu Manfred Spindler, er wohnt in Ingeleben, das liegt in Niedersachsen und hat eine sehr interessante Frage und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt enden wird. Warum zählen 4 Einwohner der Schweizer Gemeinde Sahnen regelmäßig abgeschnittene Mäuseschwänze? Die sind so ein bisschen die Schweizer halt. Soll ich nochmal wiederholen? Warum zählen 4 Einwohner der Schweizer Gemeinde Sahnen regelmäßig abgeschnittene Mäuseschwänze? Kleine Information, Sahnen ist eine kleine Gemeinde im Kanton Bern und hat 7600 Einwohner. Ich glaube, es geht um so ein ritualisiertes Fest, also so ein Berner Oberlandfest halt. Die sind ja schon ein bisschen eigen, die Schweizer. Und die haben wahrscheinlich irgend so ein Brauch und so ein Fest, dass eine genaue Anzahl abgeschnittener Mäuseschwänze an Tag dieses Festes. Geht's Ihnen nicht gut? Kommen Sie von da? Der zweifelt an deiner Antwort. Nee, sie nennt ihren Freund immer abgeschnittenes Mäuseschwänzchen. Und freut sich jetzt über diese Frage. Ja, und da ist dann ein Fest. Und dann müssen diese abgeschnittenen Mäuseschwänze an einem bestimmten Ort. Du machst mir wahnsinnig viel Mut mit deinem Blick, Schatz. Ich glaube, es ist totaler Schwachsinn. Mach du mal weiter. Ja, Hochgebirge, Berner Oberland. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort Tiere gibt, die einerseits bedroht sind, sich andererseits von Mäusen ernähren. Zum Beispiel Uhus oder größere Raubvögel. Das Gewölle, das ausgespien wird von den Vögeln, verrät ja, wenn man jetzt die Gewölle sammelt und die Schwanzlängen vergleicht. Entschuldigung. Ja, natürlich. Das verrät ja dann etwas über die Anzahl der noch vorhandenen Raubvögel. Und das sind also im weitesten Sinne im Tierschutz tätige ehrenamtliche Mitarbeiter. Ja. Gut. Und dann stehen die Schweizer da und sagen, Schwanzvergleich! Und dann wird das so. Also hat es was mit Raubvögeln zu tun? Hat es denn was aber mit Mäusebekämpfung zu tun? Das ist einfach wirklich so eine, also früher weiß ich, da gab es mal irgendwann in Gummersbach, mein Vater war ja Jäger und ich meine, da gab es irgendwie zu viel Füchse und dann haben die wirklich die Fuchsschwänze irgendwo abgegeben und da gab es Trophäengeld für. Ja. Also da gab es wirklich pro Fuchs dann, also weiß ich nicht, 20 Mark oder irgendwas. Ja, also kriegen die Leute, die die Mäuse zu Hause in ihren Fallen aber sind umbringen, ja nur, kriegen die, nur, die wollen halt, die, ja müssen, die bringen dann halt nicht die ganzen Kadaver mit zum Amt, sondern kommen dann mit ihrem Säckchen Schwänze und die kriegen pro Schwanz 5 Franken. Und deswegen zählen die und die pro Schwanz kriegen die Geld. Also 5 Franken? Nee, aber die kriegen Geld dafür. Warum? Ja, weil es zu viele, weil es eine Mäuseplage gibt, die Ernte bedroht hat. Oder Wühlmäuse. Ja. Und es ist eine Trophäe ausgesetzt auf Mäuse und die Menschen töten die Mäuse und bringen die Schwänze und sagen, hier pro Schwanz kriege ich einen Franken. Wann war die Plage? 1992! Nein, die war vorgestern. Die war also 2003, Herr Balder. Die war 1964. 72? 1812. Nach dem Krieg. Es hat etwas zu tun mit dem Krieg. Überhaupt nicht. Alles, was ich sage, ist Quatsch. Nein. Aber also das war in diesem Sommer, im Juli. Nein. Also es ist eine Quotenregel. Sie wollen jetzt nur noch eine Jahreszahl hören und würden es sonst nicht gelten lassen? Ist das Ihr Ernst, Herr Balder? Schämen Sie sich nicht. Wann war das? Das war 2003, 2002, 2001, 2009. Und
fangen wir bei 1900 an und zählt mal hoch. 1911. Eine Mäuseplage. Was hat die vernichtet? Die Ernte. Die Kornernte. Die halbe Schweiz. Das war furchtbar. Die Alpen war einmal ein großes Die sind in den Kornkammern. In den so Kornkammern. Die Vorräte. Die Vorräte. Die Wintervorräte. Und was machen die seitdem in, diesem, kann auch sein. In dieser Gemeinde? Das Fest, Mäuse von dem jagen. Du eben sprach? Nein. Was machen die vom Sinn? Japanrollen. Schneiden die Mäuse den Schwänzen. Und kriegen dafür? Kriegen dafür. Geld. Wie viel? Ein Fränkli. Zwei? Weniger. 50? Was haben die 50 denn da? Rappen. Rappen. 10 Rappen. Einen 10 Rappen. Das ist, ein Schwänzli. Das ist doch, Rappen. Sie haben recht, ein Schweizer Franken. Richtige Antwort, Frau von Sönnig. Ja. Ja. Ein Schweizer Franken. Mit 1911. Alles richtig. Ja, 1911 war ein Ding. Diese vier Personen sind von der Gemeindeverwaltung Sahn bestimmt worden, abgehackte Mäuseschwänze entgegenzunehmen und zu zählen. Abgeschnitten und vorbeigebracht werden die Mäuseschwänze von Privatleuten, die die Mäuse gefangen und anschließend getötet haben. Sie tun das, weil Mäuseschwänze bares Geld wert sind. Pro Schwanz zahlt die Gemeinde einen Schweizer Franken, umgerechnet 65 Cent. Richtig. Die sogenannte Schwanzprämie gibt es seit 1911. Damals trat zum ersten Mal eine große Mäuseplage auf, der ganze Ernten zum Opfer fielen. Um der Mäuseinvasion Herr zu werden, wurde besagte Schwanzprämie eingeführt. So heißt die auch heute noch. Auch heute noch werden in Sahn toten Mäusen die Schwänze abgeschnitten. Im letzten Jahr zahlte der Stadtkämmerer mehr als 10.000 Schweizer Franken Ui. An die Mäusefänger. Oh. Manfred, rettet die Maus. Es tut mir leid, aber mit vereinten Kräften haben sie es dann doch rausbekommen. Jesus. Dirk Klabunde wohnt in Rüdersdorf, das liegt in Brandenburg, und möchte wissen, was ist das Alice im Wunderland-Syndrom? Oh. Syndrom? Ah. Syndrom. Das finde ich jetzt spannend. Also wir sind in der Medizin und es geht um eine Krankheit. Ja. So, und was hat die Alice gemacht? Die ist geschrumpft und die ist geschrumpft und wieder klein und wieder groß geworden. Also es hat etwas zu tun, dass etwas immer sehr groß wird und dann wieder sehr klein wird. Nein, nein, nein. Wie wäre es mit dem Penis, Herr Walder? Also hat es etwas damit zu tun, dass etwas sehr groß, also die Leber zum Beispiel, eine Schrumpfleber, oder die Leber wird ja sehr, kann sehr groß werden, zu groß, oder sie kann, sehr, also ist es, hat es was mit der Leber zu tun? Nein, nein, aber wie wär's Selbstwertgefühl, denn? Dass man also über sich selber für zu groß hält und zu klein, also mehr psychiatrische Krankheit. Nein, es hat auch nichts mit groß und klein zu tun. Wie wäre es denn, wenn man einfach denkt, man könnte mit Tieren reden? Ja. Oder wenn man weiße Kaninchen mit Uhren sieht. Ja. Ja, wenn man einfach, oder wenn man zum Beispiel glaubt, man könnte in Löcher kriechen und so lange fallen, bis man irgendwo bei einer Tür landet. Ja, aber tatsächlich ist ja, bei Alles im Wunderland ist ja das wesentliche oder ein wesentlicher Punkt dieser Geschichte, dass Tiere sprechen können. Oder ja, das Alles im Wunderland-Syndrom könnte halt sein, dass das bei Menschen auftritt, die meinen, dass ihre Haustiere mit ihnen reden. Ach so. Der Fifi sagt immer, ich soll in die Ecke pinkeln. So was halt. Ich kenne jetzt die Story nicht so gut. Ist es wie bei Wizard of Oz, dass die auf was auf den Kopf kriegt und dann anfängt zu fantasieren? Sie hat etwas gegessen. Es gibt etwas, gibt ein kleines Schild, das sagt, fress mich. Ein Kuchen. Flasche wird sie groß, durch einen Kuchen wird sie klein. Also mit Groß und Klein hat es nichts zu tun, mit Kopfhörern hat es auch nichts zu tun. Aber mit Essen, psychologisches Phänomen. Mit Tieren hat es auch nichts zu tun. Aber mit Essen, also es ist eine Nahrung zu sich nehmen, ha? Es ist kein psychologisches. Hat das denn überhaupt mit der Geschichte, Alles im Wunderland, irgendetwas zu tun? Vielleicht ist es so ganz, muss man es ganz allgemein halten. Das ist so ein Arzt, der macht so einen Patienten auf und sagt, davon kenne ich nichts. Hat es was mit Transgender zu tun, dass Männer in kleinen blauen Kleidern rumlaufen wollen mit blonden Perücken? Ach so. Hat das vielleicht. Bitte antworte erstmal. Das ist nein, der Mann weiß gar nicht, wovon ich rede. Das würde man wahrscheinlich anders nennen, das Syndrom. Also bestimmt nicht Alles im Wunderland. Also vielleicht, also nur für uns jetzt zur Klärung, weil ich habe die Geschichte nicht drauf, muss ich gestehen. Aber vielleicht hat es ja mit der Geschichte auch gar nichts zu tun, sondern mit den Umständen der Buchveröffentlichung. Vielleicht ist das besonders oft übersetzt worden. Also. Es ist eine Krankheit, die mit besonders oft zu tun hat. Jemand, der. Aber wir reden von einem Syndrom. Ja. Alles im Wunderland-Syndrom. Syndrom.
Medizin war ja schon richtig. Ja, eben. Müssen wir ja, nur noch wissen, in welche Richtung. Alice im Wunderland. Kinder, was ist dir alles passiert? Also, es hat nichts mit Groß und Klein zu tun. Es hat zu tun mit Realität. Wechsel. Die ist doch immer mit dieses, ich weiß, was ja, das weiße Kaninchen immer rumläuft, hab keine Zeit, ich hab keine Zeit. Ja, sie ist in eigentlich in so eine Fantasiewelt gefallen. Und alles ist gewechselt. Dann gibt's die böse Königin, gibt's noch. Die Todesurteile verhängt, aber nicht vollstreckt. Das ist die böse Kartenkönigin mit der Karte auf dem Bauch. Und ist auch nicht die Grinsekatze in dem genau. Ist das eine Tierkrankheit? Ist das bei Tieren eine Krankheit? Nein, das ist bei Dick und Doof. Wie? Nix. Nee, aber es ist nichts Psychologisches. So weit sind wir ja auf jeden Fall. Nein, es ist ein medizinisches Phänomen, das irgendwie aus dieser Geschichte ableitet. Im weitesten Sinne. Vielleicht hat es auch gar nichts mit der Geschichte zu tun. Doch, hat es schon. Das meine ich ja. Vielleicht hat es ja was mit der Geschichte zu tun. Klar, ja. Ich habe die Geschichte nicht gut genug drauf. Die erste, wenn deine Geschichte nicht drauf hat, dann... Realitätsverlust. Hat das etwas zu tun mit Realitätsverlust? Hat das etwas zu tun? Es ist nichts Psychologisches. Was körperlich ist. Wie ist das? Die landet auch noch in ihrem Tränensee. Sie weint doch, wenn sie groß ist, wird klein und säuft dann fast ab. Aber es hat nichts zu tun mit groß und klein. Ja, auch. Aber nicht jetzt speziell. Nicht nur das. Nicht nur das. Ist das eine Sendung, wo man jemanden anrufen kann, oder war das was anderes? Aber der uns bleibt doch nichts übrig. Alles der Tränensee zum Beispiel. Ist das besonders starker Tränenfluss? Nein. So, wie ist das denn? Das ist vielleicht ein Schlüsselkindproblem. Weil sie will doch immer mit einem Schlüssel irgendwo durch. Wer muss mit dem Schlüssel wohin? Alice muss mit dem Schlüssel durch eine Tür. Ja, erst ist sie zu groß, dann ist sie zu klein. Ja. Damit hat sie ja nichts zu tun. Also hat es vielleicht mit dem Schlüssel zu tun. Es hat doch nichts mit dem Schlüssel zu tun. Hat es was mit Halluzinationen zu tun? Ja. Ist es nach einem Pilzgenuss, also wenn man Pilze gegessen hat, dass man so halluzinierende Pilze isst? Nein. Also hat es was mit Drogenmissbrauch zu tun? Nein. Überhaupt. Es ist ja nichts Psychologisches. Ich will das bloß mal wiederholen. Es ist nichts Psychologisches. Dann wiederhol das nochmal. Sag mal, ist das was Psychologisches? Aber es hat was mit Augen, also mit Wahrnehmung zu tun. Es hat was mit Augen zu tun. Eher nein. Eher nein. Hat das etwas zu tun mit es kann auch damit zusammenhängen, aber das ist nicht das, was ich meine. Hat das etwas zu tun mit Depth Perception? Wie sagt man das? Wie tief etwas ist? So die Wahrnehmung von wie dreidimensional Dinge sind. Ja. Es hat mit allem was zu tun. Das ist das Schöne an diesem Leben. Alles hängt mit allem zusammen. Vielleicht heißt das Ding, wir können in Deutschland unsere Probleme auf diese Weise lösen, dass wir uns eine solche Frage stellen und wir stochern einfach mal so unbefangen in alle Richtungen herum. Und wenn ich doch nur die Geschichte drauf hätte. Ich kenne auch nur diese Versatzstücke. Aber er sagt, es ist alles. Ja, das heißt, es geht nicht um eine konkrete Sache. Es geht um jemanden, der das Problem hat, dass er... Hat keine Ahnung, wo die sind. Jemand ist irgendwo in ein anderes Land zum Beispiel. Er hat keine Ahnung... Also ich werde es euch sagen. Es ist ein Fachbegriff aus der Kindermedizin. Wenn Kinder von Migräneanfällen heimgesucht werden, dann machen sich diese nicht unbedingt in Form von Kopfschmerzen bemerkbar. Viel öfter führen solche Anfälle bei Kindern zu Veränderungen der Wahrnehmung ihrer Umwelt. Dann können die Kinder sich zum Beispiel groß sehen, die Umwelt klein, auch Farben, Formen können sich in ihrer Wahrnehmung komplett ändern. Gelegentlich treten Lichtblitze auf, Nebelschleier oder Flimmererscheinungen im Gesichtsfeld der Kinder. Und diese Fehlwahrnehmung ähnelt der veränderten Wahrnehmung von Alice in der Erzählung. Und daher spricht der Kinderarzt bei solchen Migräneanfällen von Kindern vom Alice im Wunderland-Syndrom. Okay. Also es hat nichts Psychologisches, es ist ein reines Schmerz. Ja, das ist bei Erwachsenen zum Beispiel, reicht schon 11 Kölsch manchmal. Um genau diese Erlebnisse zu haben. Oder 5. Ne? Genau. So, Dirk Klabunder aus Rüdersdorf, 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen sehr. Tja, ihr Lieben. Wir wissen jetzt, was ein reitender Urzwerg ist. Wir haben vieles erfahren heute. Ihr wart gar nicht mal so schlecht, nicht? Oder? Ach nein. Wir waren uns auch oft nah dran. Nah dran, nicht? Aber man kann ja nicht alles wissen. Obwohl es heute sehr einfach war, muss ich sagen. Oh! Jetzt komme ich gleich schon wieder, Herr Walder. 1911. So. Ich kaufe mir erstmal eine schöne Japan-Rolle jetzt. Ein bisschen habe ich euch geholfen, aber nicht viel. Muss ja auch mal sein. Viel Geld haben wir ausgegeben. Freue mich auf nächste Woche Freitag. Das war genial daneben. Ihnen schönen Sonntag. Tschüss. Thank you.